Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht, ich stehe hier vor einem Model 3 mit einem Pferdeanhänger. Ich möchte heute nämlich mal einen Test machen. Wie ist der Verbrauch eines Model 3 mit und ohne Pferdeanhänger auf meiner Teststrecke von Bremen nach Bremerhaven und zurück? Also wieder die 130 Kilometer auf der Autobahn. Mit Anhänger darf man leider nur 80 fahren. Das heißt, wir werden den Test natürlich auch ohne Anhänger mit 80 machen, um dann mal gucken, wie so die Verbrauchsunterschiede sind. Und der Anhänger hier, das ist so ein amtlicher Pferdeanhänger, der hat auch ein paar Einbauten. Der ist nämlich gar nicht so leicht. Die Stützlast zum Beispiel beträgt exakt 100 Kilo. Und damit ist das das Maximum, was das Model 3 überhaupt an Stützlast vertragen kann. Und das Leergewicht von diesem Anhänger mit den Einbauten, die da drin sind, ist sage und schreibe 900 Kilo. Also auch fast eine Tonne und damit auch fast das Maximum, was das Model 3 so ziehen darf. Mit anderen Worten, wir gehen hier ans Limit und ich bin gespannt, wie die Verbräuche sich entwickeln. Und deswegen bleibt dran. Ja, und bevor es losgeht, müssen wir natürlich die Anhängerkupplung dran bauen. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht, aber das ist ja Patricks Model 3, deswegen wird Patrick das jetzt mal anbauen und ich zeige euch mal, wie das geht. Das Ganze halt hier die eigentliche Kupplung. Um die zu entriegeln, muss man sie genau hier aufschließen. Einmal ringsherum auf das Offensymbol. Ganz aufdrehen, mit ein bisschen hochziehen. Man sieht jetzt hier, hat sie auf einmal hier diesen Abstand. Ja. So, und dann hakt er auch ein. In dem Moment, wo man jetzt die Anhängerkupplung einführt in die Halterung, in dem Moment macht es einmal laut Klack, das Ding rutscht zurück und steht dann hier irgendwo auf grün und dann ist er eingerastet. Und das machen wir dann gleich. Die Halterung ist dann hier unter dem Auto. Muss man eine Klappe öffnen mit einer Münze oder ich habe hier so einen ganz einfachen. Da hat man hier diese zwei Schrauben, die die Klappe halten. Vierteldrehung sollte reichen. So, dann springt die schon so ein bisschen auf. Und die hat jetzt so ein paar Haken, an denen sie hält. Und man einfach ein bisschen sachte dran ziehen und dann hat man die in der Hand. Wegpacken. Hier muss die Halterung dann rein, ne? Ja, alles klar. Daneben ist auch gleich der Anschluss für den Stecker. Das gucken wir uns dann nachher. Okay. So, dann einmal den Brummer hier in die Hand nehmen, ein bisschen fühlen, wo man hin muss. Oder drunter gucken, kann man auch machen. Und wenn man dann schon merkt, man ist drin, dann einmal gerade werden. Und da ist es schon passiert, das war der Klack. Und man sieht hier grüne Markierung, alles gut. In dem Moment kann man hier abschließen, abziehen und am besten macht man zum Fahren dann auch noch hier diese Schutzkappe wieder drauf, damit es nicht verdreckt. Fertig. Das war ja einfach. So, jetzt haben wir hier einmal den Anschluss für die Beleuchtung. Aha. Und einmal hier die Sicherungsleine. Die an der Bremse zieht, sollte sich der Anhänger aus irgendeinem Grund Loch lösen. Da müssen wir jetzt genug Luft lassen, dass der hier schön greifen kann gleich. Jetzt senken wir ihn mit diesem Feststellrad hier ab. Ja. Normalerweise hat er hier auch so einen Farbcode. Wann ist es gut? Hier sieht man das. Hier sieht man, dass der richtig eingerastet ist, weil er auf das Plus zeigt. Das wäre böse und das reicht noch nicht. Ja. Das ist genau richtig. So, der Anschluss für Licht, die Steckdose ist hier. Hier sieht man die Klappe. Und die Idee ist, dass dieses runde Ding von dem Stecker gleich in der Klappe steckt und dadurch fixiert wird. Ja. Und deswegen muss man von einer Vierteldrehung ausgehen. Und zwar aus dieser Stellung zu der Klappe hin. Aha. Dann ist fest. Ja, jetzt hat es geklappt. So, hier siehst du jetzt, dass er in der richtigen Stellung ist. Man kann den Deckel dann auf die Kappe draufschieben. Und jetzt kann der Ring sich nicht mehr bewegen. Also die passt jetzt genau drauf und so ist er dann gesichert. So, und jetzt können wir das erste Mal die Feststellbremse lösen. So rollt er jetzt frei und diese Sicherung würde im Katastrophenfall quasi hier an diesem Hebel reißen, ja, und dadurch die Bremse wieder aktivieren. Ja. Das ist die Grundidee. So. Und an diesem Kragen sieht man noch, dass er eine Auflaufbremse hat. Also der ist nicht ganz ungebremst, sondern das gibt einen mechanischen Effekt, dadurch, dass der hier reinschiebt, drückt er auch auf die Bremse, ja, die hier zu den Rädern führt. Ne? So, du hast jetzt hier den Anhängermodus an, ne? Ja, genau. Also, und warte mal, wo geht der Anhängermodus? Der ist bei Fahren, Anhängermodus. Da, Info, aktivieren Sie Vorfahrtanhänger, bla bla bla. Und während du den Anhängermodus anhast, kannst du
den Autopilot nicht nutzen. Genau, auch kein Spurhalteassistenzsystem und die Sensoren hinten sind auch deaktiviert, damit du keinen Daueralarm hast. Aber du kannst das überlisten. Ja, wenn du den jetzt ausschaltest. Überlisten. Also dann geht er auf gelb, weil er natürlich immer noch merkt oder erkennt, dass da was angeschlossen ist. Ja. Aber in dem Moment wird dann der Spurhalteassistent, der Autopilot, wieder frei. Okay, jetzt und es ist auch nicht nötig, dass man das vor dem Ankuppeln des Anhängers aktiviert. Das merkt er selber, dass die Anhängerkupplung angeschlossen ist. Ja. Ja, okay. Also wenn du Autopilot fahren willst, was eigentlich nicht sein sollte, dann muss man das mutwillig ausschalten. Ja, für einen Fahrradträger ist das ganz interessant, ja. Weil da willst du den ja vielleicht dann während der Fahrt benutzen, ja, genau. Den Spurhalteassistent für Langstrecke. Und für so einen Anhänger ist es vielleicht auch besser, wenn man ein bisschen aufmerksamer ist. So, mein erstes Mal Anhänger und das auch noch mit dem Model 3. Ich bin verwirrt. Ich hoffe, ich baue jetzt hier, jetzt habe ich schon Rückwärtsgang eingelegt. Siehst du, falsche Richtung gedreht. Ich hoffe, ich baue hier keinen Unfall. Ja, also, wir schießen los von Bremen nach Bremerhaven. Model 3 mit einem 900 Kilo Pferdeanhänger. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen hier. So. Boah. So, wir sind auf der Autobahn. Sehr, sehr ungewohntes Gefühl mit so einem Hänger hinten dran. Man muss ja aufpassen, dass das Auto plötzlich doppelt so lang ist. Und wir dürfen hier nur 80 fahren. So plus minus 3-4 Kilometer. Aber der Hänger darf nur bis 80 bewegt werden. Ist leider kein 100 km/h Hänger. Von daher machen wir das jetzt so, dass wir mit Hänger die 80 km pro Stunde fahren. Von Bremen nach Bremerhaven und zurück. Und dann noch einmal ohne Hänger auch die 80 km/h. Und dann gucken wir mal, wo da die Unterschiede sind. Ich bin sehr gespannt. Im Moment ist der Verbrauch noch extrem orbitant. Wir liegen hier bei 29 Kilowattstunden, die ersten paar hundert Meter. Aber ich denke mal, das wird sich noch ein bisschen geben. Hoffe ich zumindest. Was ist so deine Schätzung, Patrick? Also ich bestimmt 27, 26, 27 würde ich jetzt sagen. Es wird heftig. Und ja, Patrick, nochmal vielen Dank, dass du mir dein Auto zur Verfügung stellst für diese waghalsige Tour und mich auch noch fahren lässt mit Anhänger als kompletten Anhänger-Neuling. Also, naja, dein Auto ist ja gestern erst vom Bodyshop wiedergekommen, aber ich habe gehört, du hast noch einen Folgetermin, vielleicht brauchst du ihn ja auch. Ja, das wäre toll, wenn du da nicht noch mehr Arbeit hinzufügst. Also hier seht ihr super, da sind wir angefangen mit dem Anhänger zu fahren, wie da die Energiekurve hochging. Also bis faszinierend. Jetzt liege ich mit meiner 260-Schätzung gar nicht so schlecht. Model 3 Long Range, Bremen-Bremerhaven. Wir schaffen es nicht. Kein Regen. Michael Scharnberg, was sagt er? Moin. Jens, das Auto ist Schrott oder schreibt er? Das sind sie, oder? Fragezeichen. Das sind sie? Er schreibt, das sind sie, Fragezeichen. Achso, die Mikros. Road Wireless Compact, Mikrofonsystem, kabellos. Sind die das, die ich habe? Ich kann das ja nicht sehen von hier aus. Ich antworte mal mit Ja. Genau. Und Daumen hoch. Perfekt. Perfekt. Ich könnte auch schreiben, Jens ist doof. Ja, kannst du auch. Du hast die Macht. Also jetzt sind wir 24 Kilometer gefahren mit dem Anhänger hinten dran und wir haben momentan 31,5 Kilowattstunden als Durchschnittsverbrauch und wir fahren jetzt 82 km/h auf der Autobahn. Das wird heftig. Er schwankt immer so zwischen 30 und 31 Kilowattstunden im Moment. Jetzt geht es aber Richtung Bremerhaven so ein bisschen bergauf und bergab. Mal gucken, also auf den 130 Kilometern haben wir dann den Durchschnitt. Aber die Schätzung von Patrick, glaube ich, die werden wir nicht halten. Schaffen wir nicht. Also ich vermute, dass wir am Ende so bei 30 Kilowattstunden landen mit so einem Pferdeanhänger hinten dran, der wirklich das Maximale, was man ziehen darf, momentan darstellt. Also ein Gaul hinten dran oder hinten drin dürfen wir uns nicht leisten. Nicht mit dem Model 3 zumindest. So, 40 Kilometer geschafft und wir liegen immer noch bei 30,6 Kilowattstunden.
Das wird sich gleich noch ein bisschen geben, weil wir am Anfang noch einen sehr hohen Verbrauch hatten, wo wir noch nicht auf der Autobahn waren. Und auch die ersten paar Kilometer lag der Verbrauch recht hoch. Jetzt ist das Höhenprofil auch ein wenig flacher hier Richtung Bremerhaven. Und wir pendeln uns so langsam ein, wenn ich mal auf 10 Kilometer schalte, ja, bei knapp unter 30 Kilowattstunden. Das wird spannend. Also hier seht ihr super, wie das Höhenprofil dieser Strecke ist. Ne? Also das geht tatsächlich ein paar Höhenmeter rauf und runter Richtung Bremerhaven. Das ist die Bremer Schweiz hier. Und jetzt geht es eigentlich kontinuierlich abwärts. Das heißt, jetzt kommen wir dann so langsam auf Meereshöhe wieder runter. Ach, und übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, ich mache hier so eine Probefahrt und es regnet nicht, Leute. Wir haben 11 Grad und es scheint die Sonne. Hey, was ist los? Kann alles noch werden. Mach keinen Scheiß, nee, das bleibt heute so. Also ich glaube, es wird sich so langsam der Rainmaker verabschieden, hoffe ich. Und vielleicht werde ich dann der Sonnengott, wer weiß. Jetzt bei 62 Kilometer gefahrener Strecke, kurz vor der Abfahrt Bremerhaven Zentrum. Hier machen wir wieder die Wende. Durchschnittsverbrauch im Moment immer noch bei 30,1 Kilowattstunden. 30,6 Kilowattstunden tatsächlich auf den letzten. Auf die Gesamtstrecke. Ja, auf die Gesamtstrecke bezogen. 30,1 auf 25 Kilometer. Ja, also nicht mehr so richtig drunter. Da werden wir wohl kaum unter die 300 kommen. So, 65,6 Kilometer gefahren, ein paar Kilometer mehr, weil wir den Anhänger noch abgeholt haben. Und dann Durchschnittsverbrauch 30,2 Kilowattstunden. So, und jetzt geht's auf die Rücktour. Und wir haben auch keinen Gegenwind, keinen Rückenwind, weil es so gut wie windstill ist. Es ist allerdings schön sonnig, wir haben 12 Grad. Aber ich fürchte, so groß unter 30 Kilowattstunden werden wir nicht kommen. Da bin ich mal gespannt. Gleich haben wir 100 Kilometer geschafft, trotzdem wir jetzt zurückfahren und ich dachte, das wird vielleicht ein bisschen weniger. Nein, wir liegen bei 30,7 Kilowattstunden. Ja, das wird bitter. Wir haben noch 118 Kilometer Restreichweite bei 50% im Akku. Das kann eigentlich nicht stimmen. 51%, um genau zu sein, sind noch im Akku. Aber gestartet sind wir, glaube ich, mit 86. Oder waren es 96%? 96% meine ich. Wir sind schon gestartet. Einmal überschlagen, dass wir mit einer Reichweite von 240 Kilometern unterwegs sind. Ja. Bei einer vollen Akkuladung im Moment. Genau. Und das kommt auch hin. Jetzt haben wir noch 50% über und er sagt rechts, rechts, reicht. Ja, 120. Ja, gut, dann kommt das ungefähr hin. Also mit Anhänger 240 Kilometer und ohne Anhänger wären es dann eher 400, ne? Bei Tempo 80, würde ich mal sagen. Mehr sogar. Also vielleicht sogar mehr. 430, wenn es nicht kalt ist. Ja. Ja, wir sind gleich wieder zu Hause. Noch ein paar Kilometer. Boi, der zischt ja aber vorbei. Und dann machen wir noch mal kurz ein Resümee der ersten Strecke mit Anhänger und dann geht es gleich noch mal los ohne Anhänger. So, wir sind wieder da, 130 Kilometer gefahren und haben einen Durchschnittsverbrauch von 30,4 Kilowattstunden. Also unter 30 haben wir es einfach nicht geschafft. Wir haben noch 38% im Akku, gestartet sind wir mit 96 so roundabout und haben noch eine ungefähre Restreichweite von 100 Kilometer im Moment. Ja, also der Verbrauch war doch ganz schön heftig. Ist viel, viel höher, als ich gedacht habe. Auch was du gedacht hast, Patrick. Ich habe mich nicht so getraut, 30 zu sagen. Ja, es ist schon erstaunlich. Aber das Gewicht und der Luftwiderstand, das hat es wohl irgendwie gebracht hier. Trotz der nur 80 km/h, die wir gefahren sind. Gut, Teil 1 des Tests fertig. Jetzt kommt Teil 2, 80 km/h Bremen-Bremerhaven ohne Anhänger. Ja,
mit 80 km/h hier auf der Autobahn ist echt hartes Brot. Ich habe da auch ein bisschen Bauchschmerzen bei. Und jetzt liegen wir doch tatsächlich im Moment bei 14,3 Kilowattstunden nach 20 Kilometer gefahren. Und mein Tipp ist, dass wir so um die 12 haben werden am Ende. Was meinst du? Oder meinst du mehr? Ich hätte eigentlich zwischen 14,2, also sinkt noch, 12. Ich hätte jetzt gedacht, zwischen 130 und 140 pendeln wir uns ein, aber auch der Durchschnitt der letzten 10 Kilometer lässt schon ahnen, dass das noch weniger wird. Ja. Unserer Wende hier in Bremerhaven sind wir schon bei 12,8 Kilowattstunden nach 65 Kilometern und jetzt die Rückfahrt, also ich könnte mir sogar vorstellen, wir kommen noch unter 12. Wenn das so weitergeht, bin ich gespannt. Ja, wir sind wieder angekommen und 130 Kilometer Bremen-Bremerhaven. Der Endstand war jetzt 12,5 Kilowattstunden. Das ist natürlich bei 80, 82 km/h zu erwarten gewesen, extrem wenig. Demgegenüber stehen aber die 30,6 Kilowattstunden mit dem Pferdeanhänger hinten dran. Das sind 18,1 Kilowattstunden mehr. Das bedeutet, wir haben mehr als ein zweites Model 3 irgendwie mit uns geschleppt, hier mit dem Anhänger. Das war erschreckend viel, hatte ich nicht gerechnet. Du auch nicht? Nee, also 270 jetzt ist natürlich erstaunlich niedrig, ja, der Verbrauch. Aber das war auch zu erwarten, genau. Finde ich. Aber jetzt mit so einem, wenn das jetzt ein Wohnanhänger gewesen wäre? Ja, dann ist das Reisen mit so einem Model 3 gar nicht mal so entspannt. Also wenn du nur 240 Kilometer weit kommst. Hast du viele Pausen, musst aufpassen, dass du die Supercharger alle erwischt, die du brauchst, um anzukommen. Musst du ja an jedem Supercharger anhalten, ja, im Prinzip. Ja. Und du musst vor allem natürlich immer abkoppeln beim Laden. Ja. Das hält auf. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich so einen Anhänger ziehen, nur würde reisen gehen, damit. Auch das würde gehen, aber... Ist umständlicher. Ja, muss also man schon Überzeugungstäter sein. Ja. Ja. Gut. Ja, ich fand es wahnsinnig interessant, das mal zu sehen live. Wie sich das verhält mit so einem riesen Anhänger hinten dran, gerade eben auch Luftwiderstand, der hat ja auch eine sehr große Höhe gehabt und das Gewicht war ihm auch nicht ohne mit seinen 900 Kilo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Nicht vergessen, auch die Glocke zu drücken, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Ciao.